Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der Titel ist, wenn Yoga und Meditation nicht mehr ausreicht. Ihr könnt es aber auch jetzt mal so ein bisschen als Untertitel sehen, wenn ihr euch super gute Routinen angeeignet habt, Gewohnheiten angeeignet habt, weil ich euch das hier schon seit Jahren vorpredige, ihr regelmäßig Yoga macht, meditiert, ein Dankbarkeitstagebuch führt, journalt und dann dann passieren wieder ganz viele Dinge und das Ganze funktioniert irgendwie nicht mehr und das Ganze dient euch irgendwie nicht mehr. Und selbst wenn ihr regelmäßig meditiert und Yoga macht, fühlt ihr euch immer noch nicht so, wie ihr euch fühlen wollt. Seid ihr immer noch viel gestresst und viel unruhig und immer noch oft unglücklich? Ja, was denn jetzt? Was macht ihr denn falsch? Ihr macht gar nichts falsch. Aber darum geht's in diesem Video. Ich empfehle euch immer, und es ist nichts Falsches daran, ich halte immer noch daran fest, euch kraftspendende Routinen nur für euch zu schaffen im stressigen Mama-Alltag. Sei das jetzt 10 Minuten Yoga mehrmals die Woche, sei das Meditieren, sei das Journalen, sei das ein Dankbarkeitstagebuch schreiben, sei das Spazierengehen. Es kann ganz individuell, können es ganz viele verschiedene Dinge für euch sein, weil das ist so der erste Step dahin, seine eigenen Bedürfnisse wieder anzuerkennen, seine eigenen Bedürfnisse, das sind ja ganz oft Bedürfnisse nach Ruhe, Entspannung, Selbstverwirklichung, so in ganz kleinen Dosen zumindest ein bisschen wieder befriedigen zu können und wieder so ein bisschen Zeit nur für sich zu haben und sich wieder auf die Person zu besinnen, die man ist, neben der Mutterrolle und der Rolle als Ehefrau und Arbeitnehmerin und Freundin und Tochter und Haushälterin und ihr wisst Bescheid. Und dann kommt man eben immer, das ist so ein bisschen zweigeteilt, immer wieder an so Situationen, dann passiert irgendwie was oder dann passieren viele Dinge auf einmal, die einen wieder so rausreißen, die einen wieder den Boden unter den Füßen wegziehen und dann rutscht man wieder raus aus seinen Routinen. Und dann kann man sich auch nicht dazu motivieren, diesen inneren Schweinehund überwinden, um wieder regelmäßig zu meditieren und Yoga zu machen, obwohl man ja weiß, dass es jetzt in dem Moment, wo eben wieder Dinge passiert sind, die einen runtergezogen haben, die einen traurig oder wütend gemacht haben, dann ist ja gerade wichtig, ne, dass ich wieder mir Zeit für mich nehme, Zeit zur Reflexion, Zeit für Entspannung, Zeit zur Regeneration, Zeit für meine Bedürfnisse. Und dann klappt es aber eben erst recht nicht mehr. Und was kann man dann tun und warum ist das überhaupt so? Es ist immer ganz individuell, aber ich kann mal so ein paar Sachen in den Raum werfen und vielleicht ist so eine Sache, wo du sagst, ah, die trifft auf mich zu. Es kann sein, dass da alte Muster getriggert werden von, ah, ich bin nicht gut genug. Ah ja gut, dann muss ich mir auch nichts Gutes tun. Ich bin ja nichts wert. Weil eben dadurch die Situation, die passiert ist, was in euch angetriggert wurde, was halt diese Glaubenssätze hat von, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll genug. Menschen verlassen mich, Menschen kämpfen nicht um mich. In meinem Leben passieren immer schlimme Dinge. Das Leben ist nicht gut zu mir. Ich bin dazu verdammt, immer wieder Schicksalsschläge hinnehmen zu müssen. Und dann wird sowas in uns angetriggert, was, wo wir selber uns nicht mehr als wertvoll genug erachten, überhaupt Zeit in uns zu investieren, in unsere Bedürfnisse, uns Gutes zu tun. Es kann aber auch sein, dass man in so einen Freeze-Modus kommt, ne? Also man hat so drei Modi, der Fluchtmodi, der kämpferische Modi und der Freeze-Modi, wo man dann wirklich so ist und nicht mehr kann, wo man vor sich hin starrt, wo man sich wieder nur noch betäubt mit Fernsehen, mit Social Media, mit Shopping und da einfach nicht mehr in seine Routine findet, weil man so erstarrt ist. Und in solchen Situationen muss man dann wieder in seinen Körper finden. Und da gibt es ganz tolle somatische Übungen, sich so abklopfen, wieder sich der Sicherheit im eigenen Körper bewusst werden. Weil beim Freeze ist so ganz oft, das sind so diese Urinstinkte, sag ich mal, aus der Urzeit, wo der Säbelzahntiger vor uns steht und entweder kämpfst du gegen den, du rennst vor dem weg oder du bleibst wieder erstarrt einfach vor dem stehen. Und diese Modi haben wir halt in unserer modernen Zeit immer noch, auch wenn es keinen Säbelzahntiger mehr gibt. Und dann dürfen wir uns und unserem Körper und unserem Geist erstmal wieder vermitteln, hier ist kein Säbelzahntiger. Ich bin hier erstmal in Sicherheit, ich bin in meinem Körper in Sicherheit, mein Körper ist auch unversehrt. Ich habe noch alle Finger, ich habe noch alle Gliedmaßen, wenn das auch im Vorfeld so war. Es ist noch alles in Ordnung. Da gibt es ganz tolle somatische Übungen. Da ist es auch wichtig,
auf sein Nervensystem zu gucken, weil das ist dann dysreguliert und dann darf ich schauen, mein Nervensystem wieder zu regulieren. Da habe ich schon einige Videos dazu gemacht. Zum Beispiel das Zittern ist dann in dem Moment eine ganz tolle Methodik. Es gibt Atemübungen, die euch helfen. Es gibt aber auch ganz konkrete Meditation oder körperliche Übungen, die das Nervensystem wieder regulieren. Da kannst du hier auf YouTube einfach an die Suche Nervensystem regulieren zum Beispiel eingeben. Da findest du eine riesengroße Auswahl, was du tun kannst. Eine dritte Möglichkeit ist auch noch, dass eben unser inneres Kind angetriggert wird durch diese Situation, die uns gerade wieder widerfahren ist. Und das sind dann nicht die Gefühle unseres erwachsenen Ichs, sondern das sind die unseres inneren Kindes, was vielleicht auch schon wieder verlassen wurde, schon wieder gesagt bekommen hat, dass es nicht gut genug für eine Sache ist oder was auch immer das ist. Und da darf man dann unbedingt eben in Kontakt mit diesem inneren Kind gehen, dem sagen, was es jetzt hören muss, das gedanklich in den Arm nehmen und sich um dieses innere Kind wieder kümmern. Und dann ist eben auch noch dieser Fakt, da ist vielleicht gerade gar nichts nochmal passiert, was dich aus deinen Routinen rausgeholt hat, sondern es ist dieses, du machst seit Monaten Yoga, du meditierst seit Monaten und irgendwie bist du immer noch nicht da, wo du sein wolltest. Du bist immer noch nervös und angespannt und fährst schnell aus der Haut und es ist dir immer noch alles zu viel. Und dann ist eben dieses Thema, wenn Yoga und Meditation einfach auch nicht mehr ausreicht. Wenn es nicht nur das ist, was du brauchst. Es ist immer noch, es nährt immer noch deine Seele. Es ist immer noch wahnsinnig hilfreich, aber es bringt dich nicht dahin, wo du willst, weil da ganz tiefe, alte Verhaltensmuster, Glaubenssätze verankert sind. Und da darf man dann einfach, das ist so, ich rede immer von der Zwiebel. Wenn wir sagen, die erste Zwiebelschicht löse ich ab, wenn ich regelmäßig Yoga mache. Die zweite Zwiebelschicht löse ich ab, wenn ich regelmäßig meditiere. Das sind auch noch die einfachen, die leichten Zwiebelschichten. Und dann komme ich aber irgendwie nicht weiter. Ich kriege die nächste Zwiebelschicht nicht gelöst. Und da darf ich für mich was Neues entdecken. Das kann zum Beispiel sowas sein, dass ich mal zu einer Kinesiologin gehe. Dass ich mich mal mit Reiki beschäftige, dass ich mich mit Somatic Practice beschäftige, dass ich anfange, mein Nervensystem zu regulieren, dass ich wirklich mal hinschaue auf meine negativen Glaubenssätze und negativen Verhaltensmuster und da wirklich ganz doll eklig ehrlich zu mir bin und offen zu mir bin und mein selbstzerstörerisches Verhalten anerkenne und sehe und dann versuche, das Schritt für Schritt abzubauen. Das kann sein, dass man mal zu einem Psychologen geht. Das kann sein, dass man an einer Familienaufstellung teilnimmt. Das kann sein, dass man mal ein Theta-Healing bucht oder sein Human Design mal lesen lässt. Jetzt wird es hier sehr laut, weil ich habe ja immer noch seit Monaten eine Baustelle vor der Tür. Da darf es einfach was Neues geben, was die nächste Zwiebelschicht für euch löst. Bitte gebt niemals auf. Niemals, niemals, niemals. Ihr seid immer gut genug. Ihr seid immer wertvoll. Ihr seid immer liebevoll. Ihr gebt jeden Tag das Beste, was ihr könnt. Wenn ihr heute Morgen aufgestanden seid und nur 40% geben konntet, waren am Ende des Tages diese 40% die 100%, die ihr an diesem Tag geben konntet. Niemand anderes bestimmt über euren Wert. Niemand hat die Macht oder die Kraft oder die Befugnis, euch in eurem Wert zu schmälern. Niemand. Ihr seid wertvolle Menschen. Ihr verdient Wertschätzung, Anerkennung, Liebe. Und wenn euch das verdammt nochmal niemand in eurem Umfeld gibt, weil euer Umfeld noch so toxisch ist, weil ihr da noch nicht rausgekommen seid, dann seid ihr diejenigen, die sich das schenken dürfen, die sich jeden Tag sagen dürfen, ich bin wertvoll, ich bin gut genug, ich gebe jeden Tag mein Bestes. Und irgendwann glaubst du das tatsächlich, weil es so ist, weil du siehst, dass es so ist, dass du wertvoll bist, dass du gut genug bist, dass du jeden Tag dein Bestes gibst. Gebt niemals, 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 niemals auf. Macht immer weiter. Steht immer wieder auf. Egal was passiert ist, steht immer wieder auf. Und es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Menschen, so viele Tools, so viele Wege, die euch helfen können. Findet immer wieder neue Wege für euch, für dieses Leben, weil das Leben ist immer für euch. Und wenn ihr euch gedanklich dafür öffnet, für neue Wege, für neue Lösungen, werden die auch kommen, werden die sich zeigen und dann dürft ihr die ergreifen und für euch diesen neuen Weg gehen.
Ich hoffe, dieses Video war für den einen oder anderen hilfreich, hat euch weitergeholfen. Checkt gerne wie immer die Infobox. Schreibt mir super gerne einen Kommentar, wie geht's euch gerade? War das gerade euer Thema? Was denkt ihr darüber? Habt ihr noch Fragen? Braucht ihr Unterstützung oder Hilfe? Dann kommentiert sehr gerne. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Das würde mir mit dem Algorithmus hier auf YouTube wahnsinnig gut helfen und macht das Video sichtbarer für andere Menschen, die gerade diese Worte hören mussten. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das sehr gerne und teilt dieses Video gerne mit Menschen, die genau das gerade hören müssen. Und dann verabschiede ich mich für heute und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.